Das ist sie, die kleine grüne Lunge, zugehörig dem Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter. Eine Gartensparte also mit Plänen, Zielen und Verpflichtungen. Nicht zu verwechseln mit Hausgärten und Datschen. Noch ist unsere Anlage kahl. Die Natur scheint zu schlafen. Doch nein, da blüht es schon. Galanthus nivalis, das Schneeglöckchen, der Vorbote des Frühlings. Bald ist es also soweit. Und die Gärtner wie hier Kunzes können endlich wieder mit Hacke und Spaten dem Boden zu Leibe rücken und sich die ersten Schwielen an den Händen holen, wenn das Wetter ihnen keinen Strich durch die Rechnung macht. Heute fast Sommer, morgen schon wieder Schnee. Doch Geduld, der Frühling kommt gewiss. Unser Vorstand ist denn auch dabei, den Plan zu überprüfen und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison zu schaffen. Es ist also alles soweit klar. Fehlt nur noch die Vergabe des freigewordenen Gartens unserer verstorbenen Mutter Feld. Ich schlage vor, ihn dem Mitglied Claudia Hoffmann zu geben, der alleinstehenden Frau mit den 4 Kindern. Sind Einwände? Moment. Dieses 11 Monate Mitglied. Ja, ein bisschen gerechter sollte es ja wohl zugehen, nicht? Ich weiß, du denkst an deine Tochter, Harald. Allerdings. Mitglied seit 4 Jahren. Und mein Schwiegersohn ist Schlosser. Eine Krankenschwester bietet auch Vorteile. Handwerker braucht unsere Anlage nötiger. Zumal du auf die Anerkennung als Naherholungsgebiet zusteuern willst. Wir können nicht nur nach Berufen gehen. Wir wären ja allmählich eine Handwerkersparte. Immer noch besser als eine Kinderreichensparte. Mach mal halblang. Wie viele Kinderreiche haben wir denn? Jedenfalls haben wir Kinder genug. Jawohl. Kinderreiche sollen unterstützt werden. Das ist für mich Gesetz. Und für euch auch. Alleinstehend ist die Frau? Witwe? Geschieden. Ach, so eine. Jawohl, so eine. Eine tüchtige, patente Frau, die ihren Mann steht, die es alleine bestimmt nicht leicht hat. Und du meinst, die schafft den verwahrlosten Garten der Feld? Die hat auch genug mit ihren Kindern zu tun. Das heißt, da von vornherein Augen zu drücken. Ich weiß nicht, was ihr gegen die 4 Kinder habt. Unsere Großeltern, die hatten viel mehr. Vielleicht wären wir sonst gar nicht am Leben. Also für mich haben Kinder etwas Erquickendes. Sehr erquickend, wirklich. Fußball wird in der Anlage nicht gespielt, das wisst ihr doch. Bande. Und da willst du noch 4 mehr. Einen Moment, bitte. Ach, Herr Tim, Sie haben ja gar keinen Termin heute, wie es aussieht. Komme privat zu Ihnen. Privat? Hier, der Schlüssel zu Ihrem Garten. Wie? Wir sind doch eine fortschrittliche Sparte, ne? Kinderreiche Mütter rangieren bei uns an erster Stelle. Ich habe einen Garten. Ich habe einen Garten. Hier, die Schätzurkunde und der Pachtvertrag. Wenn Sie Zeit haben, studieren Sie alles. Danke, Herr Tim. Oh, Sie sind ein Schatz. Was ist denn da? Oh Mann, hast du ein Glück. Ja. Ich denke, da muss man 1000 Jahre drauf warten. Meine 4 Kinder. Kinderreich muss man sein. Ja, du siehst immer nur die Vorteile. Gibt das ein Hallo zu Hause? Ich muss den Mantel erlesen. Wir müssen nämlich den Finanzminister. Ist das die Schlüssel? Ja. Ja, ich möchte bitte den Kollegen Schubert sprechen. Ich habe doch nie im Traum gedacht, dass es so schnell geht. Manfred? Hm? Ja, hier ist Claudia. Grüß dich, mein Dicker. Hey, Dicker. Ja, es gibt was Hübsches. Nein. Kommst du heute Abend? Ja? Wird nicht verraten. Ob Herbert mal an die Pflanzen denkt, die ich bestellt habe? Ja, danke. Wiedersehen. Gratuliere zum neuen Gartennachbarn, Frau Kunze. Hat Ihre Tochter den Garten bekommen? Das freut mich. Nun wird das begossen, wie? Nee, so ist es nicht. Also meine Tochter muss noch warten. Wozu gratulieren Sie denn dann? Na, zum neuen Nachbarn. Sind nette Leute? Sicher. Frau mit 4 Kindern. 4 Kinder?
Das hat uns noch gefehlt. Eben deshalb, ja. Fällt vielleicht auch ins Gewicht bei der Anerkennung als Naherholungsgebiet. Krieg ich den Garten nicht, Hauke? Na klar kriegst du die. Eine ganz große sogar. Und ich baue meinen Hundezwinger. Du Spinne, Unkraut jeden kannst du. Du denkst wohl, der ganze Garten ist bloß für dich gedacht. Nee, aber die Gestaltung mache ich. Und dein Hundezwinger ist da bestimmt nicht mit vorgesehen. Da läuft eben mein Hund so rum. Einen Hund können wir uns gar nicht leisten, Jens. Aus dem Tierasyl kriegt man ihn ganz billig. Ja, und die Hundesteuer und das Futter? Na. Bäh. Ich möchte aber doch noch mehr Tiere haben. Also hört mal zu, ihr Mäuse. Wenn wir den Garten nehmen, dann können wir uns nichts anderes leisten in nächster Zeit. Ich denke, Manfred soll den Garten bezahlen. Ja, damit ist es nicht getan. Die Laube muss renoviert werden. Ein Farbtopf reicht da nicht aus. Neuanschaffungen sind auch zu machen. Wir wollen da schließlich mal draußen schlafen. Also heißt es sparen, nochmals sparen. Keine großen Fahrräder vorläufig. Mann, immer auf der Kleinmühle. Alles kann man nicht haben, Jens. Ist ja schon gut. Mutti, ich habe Hunger. Wir warten noch auf Manfred. Schade, dass wir nicht selber so viel Geld haben, um den Garten zu bezahlen. Hm? Haben wir aber nicht, Ilona. Oh, Manfred. Manfred, wir haben eine Überraschung für dich. Da bin ich und fast pünktlich. Schön von dir, komm rein. Was denn los? Hast du im Lotto gewonnen? Ah. Manfred, gibst du uns das Geld? Lass uns doch erst mal essen. Ja, wir können ja beides machen. Essen und sprechen. Ich habe übrigens auch eine Überraschung für euch. Noch schöner als ein Garten? Mhm, ein Boot. Oh. Ein Motorboot mit Kajüte. Da kannst du nur so über das Wasser flitzen. Oh, klasse! Du weißt, ich war schon lange scharf auf sowas. Ja. Würdest du bitte? Was soll denn dein Garten kosten? Fast 3000 Mark muss ich an die Erben bezahlen. Ich dachte, du könntest uns das Geld leihen. Und das Boot? Wir wollen den Garten. Stell dir mal vor, Urlaub auf dem Wasser. Wir können auf dem Boot schlafen, uns was kochen, sind unabhängig. Mhm. Heute hier, morgen dort. Sag mal, für 6 ist da auf deinem Boot doch gar kein Platz zum Schlafen, ne? Nee, ich dachte ja auch an uns beide in erster Linie. Ah, und was mache ich mit den Kindern? Die Kinder? Ja. Ich möchte auch einmal mit dir allein sein. Ein paar Tage Urlaub. Ein Wochenende. Kannst du das nicht verstehen? Doch. Die Kinder, die können doch auch mal zu den Großeltern fahren. Oder alleine bleiben. So klein sind sie doch nicht mehr. Mein Dickerchen. Du hättest dich eben nicht in eine Frau mit 4 Kindern verlieben sollen. Ich kann die Kinder mal ein bisschen Freizeit nicht allein lassen. Den Garten, Dickerchen. Hm? Nicht das Boot, nein. Den Garten, ja. Hm? Sag ja. Hm? Da sind doch Sachen drin, die auf den Kompost gehören. Was? Ja, habe ich versehentlich. Tja, die Frau vom Vorsitzenden und dann sowas. Dabei sind die Mülltonnen eh schon voll, das weißt du doch. Wird nicht wieder vorkommen, stör mich nicht. Was schreibst du denn da? Ein Antrag auf Freistellung. Ein was? Ich habe ein Kind gekriegt, da kann ich ihn ja aussetzen. Großmütterchen. Gilt doch nicht für dich.
Lass mal. Ich habe heute mit der Kindergärtnerin gesprochen. Na und? Ja, es wäre ratsam, wenn wir Dirk erst mal ein Jahr aus dem Kindergarten rausnehmen würden. Was? Ja, die hat mir einen ganzen Vortrag darüber gehalten, wie das so lang geht. Dieser ganze Kladderadatsch mit den Eltern, das kriegen die Kinder mit und können es nicht verkraften. Ne? Die Scheidung. Ja, und bei Dirk kommt noch dazu, dass er wenig Mutterliebe bekommen hat. Sonst hat ja Heiko den Jungen nicht zugesprochen bekommen, ne? Kommt einmal vor in 100 Fällen, ne? Habe ich mal gelesen. Ja, jedenfalls hat Dirk einen ganz schönen Knacks weggekriegt. Wie hat sie gesagt? Anzeichen auf traumatische Neurose nennt man das. Ja, so hat sie gesagt. Du, das kann bis zum Bettnässen führen und noch viel mehr. Ja, ja, umsonst kommt der Kleine ja auch nicht jede Nacht weinend zu mir ins Bett gesaust. So? Habe ich ja noch nie was von gemerkt. Schläfst ja auch wie ein Murmeltier. Naja. Kinder lassen sich scheiden und Großmutter muss ihren Beruf an den Nagel hängen. Für meinen Enkel tue ich noch viel mehr. Sagen voriges Jahrhundert. Neue Farbe macht viel. Ganz schön groß, das Ding. Das ist aber auch alles. Das ist eine Bruchbude. Gib den Schlüssel zurück. Das Ding ist unmöglich. Ich habe, weiß Gott, nicht viel erwartet, aber das hier. Musst du dir leer vorstellen. Frisch gestrichen, ja, ja. Tapeziert. Nur mit Farbe allein ist es da nicht getan. Das muss alles neu verputzt werden. Ob der Ofen wenigstens noch heizt? Die Decke, die muss auch neu eingezogen werden. Du, wollen mal sehen, was da oben ist? Oh. Manfred, komm doch mal! Ist das ein großer Boden? Daraus mache ich ein Kinderzimmer. Ha. So, dafür das Boot sausen lassen, das wäre Wahnsinn. Das siehst du doch hoffentlich ein. Das Boot. Du bist ein Egoist. In der Laube haben wir alle Platz. Natürlich muss er renoviert werden. Und wer soll das machen? Ich. Meine freie Zeit soll ich jetzt damit verbringen? Nee. Ich habe Erholung nötig an den Wochenenden. Ich will Boot fahren, ich will angeln. Verstehst du? Du kannst nicht immer nur an dich denken. Ja, ich kann scheinbar überhaupt nicht mehr an mich denken. Hier bricht er unser Kerl dieses Liebesleben völlig zusammen. Aber das scheint dir ja egal zu sein. Es ist mir nicht egal. Ich bin nicht nur deine Geliebte. Ich bin auch eine Mutter von 4 Kindern. Also ein bisschen anders habe ich mir unser Verhältnis schon vorgestellt. Immer nur die Kinder. Und ich werde zur Kasse gebeten. Das scheint dein ganzes Interesse zu sein. Du musst nicht. Du bist ja nicht mit mir verheiratet. Du, ist gar nicht so sicher, dass diese Frau unsere Nachbarin wird. Sie kann den Garten nicht bezahlen und ihr Liebhaber will nicht rüber mit dem Geld. Es baut schon ein Nest, siehst du? Oh, Friedhelm, das ist doch dein einziges Interesse. Heutzutage ist doch Geld für eine kinderreiche Frau kein Problem mehr. Kann dir da keine Hoffnung machen. Bei denen ist das eine prinzipielle Frage. Wieso denn?
gemerkt, wie raffiniert die ist. Und dass die ihn nur ausnimmt. Ist die noch da? Also, die muss ich mir mal ansehen. Einen recht schönen guten Tag. Guten Tag. Es ist ganz schön runter, die Laube. Ach, das wird schon werden. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, sicher. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo drückt der Schuh? Der Preis. Ist das nicht ein bisschen teuer für den Zustand der Laube? Ich werde noch eine ganze Menge reinstecken müssen, um sie bewohnbar zu machen. Alles ganz genau getaxt worden. Ich finde es nicht zu teuer. Aber wenn Sie meinen, können Sie noch mal taxen lassen. Geht dann natürlich auf Ihre Rechnung. Oh, nein, 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 nein. Da kommt sicher auch nichts anderes raus und ich zahle noch zu. Die alten Sachen, also die Möbel, die muss ich dann wohl abtransportieren lassen, nicht? Dafür hat die Erbin eine kleine Summe absetzen lassen. Auf meine Veranlassung. Nehme ich jedenfalls an. Was ist denn noch? Herr Tim, mein Bekannter will den Garten nicht. Was? Das gibt's doch nicht. Ja. Aber das bildet der sich doch bloß ein. Es gibt doch nichts Schöneres, als zu sehen, wie alles heranwächst. Das eigene, das man selber gesät und gepflanzt hat. Wenn er das erstmal mitgemacht hat, dann... Bis das heranwächst. Bis dahin habe ich ihn vielleicht schon verloren. Sieh doch nicht. So schnell geht die Liebe nicht in die Binsen. Und wenn, dann war die Beziehung unter uns einen Dreck wert. Sie haben recht. Das wird noch ein ganz prima Gärtner. Passen Sie auf. Wir beide, Sie und ich, wir werden das schon schaffen. So, jetzt trinken wir erstmal eine Tasse Kaffee. Oh, Frau Tim, das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich muss nach Hause, die Kinder. Dankeschön. Also, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Wiedersehen, Frau Hoffmann. Wiedersehen. Sie werden es nicht bereuen. Ja. Wiedersehen. Wie kannst du die Frau so überreden? Wir zwei, wir werden das schon schaffen. Ja, wenn nicht sie, dann du. Du schaffst alles. Ist ja prima, was man so sieht. Ja. Aber nun verrat mir mal den Haken. Was denn für ein Haken? Irgendwas ist doch damit. Sonst verkauft man doch so ein Boot nicht. Komm, rück schon raus damit. Du machst ja Spaß. Da gibt's keinen Haken. Jetzt hinweg, das ist der Haken. Antwort zu lang. Brauchst nicht zu nehmen. Und eine Menge andere Interessenten. Na gut, machen wir den Kaufvertrag. Versteh doch. Ich musste das Boot nehmen, konnte mir das nicht entgehen lassen. Also ein Kahn, sage ich dir, einwandfrei. Du hättest dich genauso entschieden, wenn du mit gewesen wärst. So, nun haben wir Boot und Garten. Da werden wir wohl unsere Freizeit auch noch getrennt verbringen. Dann gib den Garten zurück. Das Gleiche kann ich von dir auch verlangen. Na, dann machen wir es doch so. Den Garten für die Kinder und für uns das Boot. Manfred, ein paar Stunden, mal einen halben Tag kann ich mit dir auf dem Boot verbringen, aber... Ja, kurz oder lang ist das unser Ende. Das ist doch Quatsch. Ich glaube, wir würden uns viel Kummer und Enttäuschung ersparen, wenn wir gleich auseinandergingen. Besonders glücklich siehst du aber nicht aus. Ich habe
haben meinen Dicken rausgeschmissen. Was? Ja. Er hat für sich ein Boot gekauft. Na, deswegen schmeißt man keinen raus. Doch, das ist egoistisch. Er denkt, ich fahre mit ihm auf dem Wasser hin und her und überlasse die Kinder im Selbstlauf. Ist, dass du es nicht leicht hast, das weiß ich. Aber er auch nicht. Weißt du, was ich denke? Der versucht nichts weiter, als mal ein Stückchen mehr von dir zu erwischen. Da wirst du dich eben geschickt durchlavieren. Durchlavieren? Als ob das das A und O wäre. Wie denn sonst? Ja, du verstehst ihn ja noch. Ja, natürlich. Die Entscheidung, ein Boot zu kaufen, ist eine Entscheidung gegen meine Kinder. Hör aber auf. Kein Mann ist auf Anhieb Vater. Und dann gleich viermal. Der muss sich eben langsam dran gewöhnen. Das wird schon. Na, muss erst mal alles kaputt. So ein Quatsch. Kannst du mir ein paar tausend Mark borgen? Nee. Ich habe mir doch gerade die Auslegware gekauft. 200, ja? Sag mal, weißt du das nicht? Du kriegst doch auf jeder Bank einen Kredit. Wir müssen noch weiter, Kinder. Mensch, Mutti, ein richtiger Zirkuswagen. Kommt. Kriegen wir auch so eine schöne Laube? Ach, wo denkst du hin, Jens? Wir haben eine alte. Wie alt ist sie denn? Oh, die ist gebaut worden, als es noch Geister und Kobolde gab. Ja, so alt ist die. Es sollte mich nicht wundern, wenn in einer Ecke noch ein Kobold säße. Gibt's doch gar nicht. Doch, Hausgeister gibt es nicht, Mutti? Doch, ich denke schon. Zudem muss man ganz lieb sein, sonst wird man bestraft. So ist es. Du bist süß, Mutti. Vorbeugen ist besser als heilen. Toller Käfer, die Kleine, was? Eher Borkenkäfer mit der Stupsnase. Guten Tag, Frau Kunze. Tag, Herr Fiedler. Nehmen Sie mir nicht meine Arbeit weg. Ich kann doch nicht immer Ihre Hilfe reflektieren. Ach, ich mach's doch gern. Aber alt ist denn so, es ist... Ist doch noch so früh im Jahr. Der Kaninchenmist muss weg, sonst kann ich in 14 Tagen nicht pflanzen. Ah, wissen Sie, ich mach's gleich. Ist ja nicht viel. Ach. Ihre Dienstschuhe. Ach, die haben sowieso bald ausgedient. Sie haben es auch nicht leicht. Immer auf Beerdigungen. Nun ja, der Tod will nun mal bedient sein. Aber wir sind ja nicht unmittelbar dabei, ne? Ach, da kommen meine neuen Nachbarn vorbei mit der Ruhe. Da hören Sie bloß. Hey Jens, kannst du nicht warten? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hey Lars, wir haben einen Schlüssel. Jens, los. Rad holen. Wie die Wellen. Ja, schön, nicht? Ich meine, für mich. Leben, verstehen Sie? Jedes Mal, wenn ich vom Friedhof komme, da spüre ich die Unwiederbringlichkeit. Ja. Tja, von elektrischen Leitungen verstehe ich nichts, leider. Aber... Harry Hahn kann helfen. Ja. Auf dem Weg zur Kantine fahren Sie mal, ja, bei Hans vorbei. Lilienweg 28. Nummer... 28. Ja, ich weiß doch, Nummer 28. Parzelle 28, wohnen Sie. Hm, versuch ich's dort. Lerne ich gleich ein paar Leute kennen. Na du? Ich hab auch so einen Knirps, wie du einer bist. Wär doch sicher ein Freund für dich. Ach, Dirk macht mir Sorgen. Er isst so schlecht. Stundenlang kaut er an seinen Mahlzeiten rum. Was macht man da? Hungern lassen. Hm? Nur ja nicht zum Essen zwingen, sonst grault er sich vor jeder Mahlzeit. Der kommt schon von ganz allein. Also, danke schön. Wiedersehen. Hungern lassen. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Tja, mir leuchtet das ein. Ah. Tut mir leid. Tja, nicht zu ändern. Aber wenn Ihr Sohn kommt, sagen Sie ihm Bescheid? Natürlich. Danke. Wer war denn das? Du bist ja doch hier. Wo soll ich denn sonst sein? Das war die Nachfolgerin von Mutter Feld, das Licht brennt nicht. Sie dachte, du könntest. Aber nun will sie sich anderweitig helfen lassen. Von wem denn? Weiß ich nicht. Von Tim, glaube ich. Von Tim?
War wohl mein Typ. Eine Frau mit vier Kindern. Sehe sie noch vor mir, ihre alte Tante. Jeden Mittag pünktlich 12 Uhr steckte sie den Kopf durch die Tür. Man konnte die Uhren danach stellen. Natürlich war immer eine Portion übrig, nicht? War ja auch ein armes Luder, das keine großen Sprünge machen konnte. Sie hatten so gar keine Verbindung mehr zu ihr? Nein, etliche Jahre schon nicht mehr. Ja, da haben Sie sie noch frisch und munter in Erinnerung, nicht so wie wir. Gott, war das Mutchen zusammengeschrumpelt. Und ganz richtig im Kopf war sie mitunter auch nicht mehr. Einem Hobbygärtner wäre gekündigt worden, aber sie war ja Dauerbewohner. Was blieb uns übrig? Wir mussten uns um sie kümmern. Das Nötigste im Garten hat mein Untermieter für sie getan. Ja, sie war ja auch gut zu leiden. Immer vergnügt und dankbar. Ja, nur in ihr Haus hat sie niemanden gelassen. Etwas wollte sie auch machen. Ja, wir haben zu danken. Wir hätten uns kümmern sollen, aber die Zeit. Doch die Reue kam zu späte, wie Wilhelm Busch zu sagen pflegte. Tja, plötzlich hatte sie den Löffel aus der Hand gelegt, lag ganz friedlich in ihrem Bett und versanft in Schlafen. Ja. Ja. Ein leichter Tod ist wie ein großes Los. Viele. Guten Tag. Frau Steiner? Frau Hoffmann also. Ja, guten Tag. Ich bin Tante Kalkreuth, die Wirtin des Spaten. Ah, das ist schön. Und das? Ja, wir haben uns schon gesehen. Viele. Hoffmann. Angenehm. Bitte schön. Dankeschön. Möchten Sie was trinken? Nein, ich bleibe nicht lange. Dankeschön, das geht schon. Bitte sehr. Vielen Dank. Ja, Frau Steiner. Wollen wir gleich zur Sache kommen? Wie Sie wünschen. Sie wollten Bargeld oder einen Scheck. Leider muss ich Sie um Ihre Kontonummer bitten. Das Geld wird direkt von der Kreditabteilung auf Ihr Konto überwiesen. Schade, dass Sie nicht auf die Idee gekommen sind, uns ein Telegramm zu schicken. Da hätte ich mir heute den Weg sparen können. Ach, Sie sind nur wegen des Geldes hierher gekommen? Allerdings. Wollt ihr das schon noch? Wo ist denn den her? Jens, guck mal, Lars hat 20 Mark gefunden. Gefunden? Wo? Im Hut. Das ist mein Geld. Such dir selber, weil ich vielleicht da der Hausgeist auch was für dich versteckt. Ich selbst so ein Hausgeist. Oh! Mensch, das ist ein Ding! Such doch mit! Frau Kunze, der Konsum hat eben angerufen, es ist Lieferung gekommen. Können Sie mal aushelfen? Ja, gut. Hören sich das bloß an. Doch ein Kleinholz. Naja, mir soll's recht sein. Also, Sie wissen Bescheid, ja? Ja. Na, hat's geklappt mit Harry Hahn? Sind Ihre Kinder immer so laut? Was ist denn hier passiert? Seid ihr noch zu retten, Ilona? Na? Was gibt's denn Schönes? Monty, wir sind reich. Das war der Hausgeist, Mutti. Ja, was denn? Ich hab sie gut gefunden. Blut in den Kochtöpfen und Tellern war nicht. Das gibt's doch nicht. Das meiste war in der Pappschachtel. Das hab ich gefunden. Ich werd verrückt. Oh Gott, passt mal auf, Kinder. Zu niemandem ein Wort, ja? Geht erst mal raus in den Garten, guckt euch ein bisschen um. Ja. Was mache ich denn nun? Mutti, ein Mann. Ja, ein...
Guten Tag. Guten Tag. Die Leitung streikt, sagt meine Mutter. Ach, Herr Hahn. Ah, ja. Das ist schön. Die Kinder wollten mich auch freuen. Na, ja, muss ja eh alles raus. Ich will's doch nicht. Ja, hier war der Sicherungskasten, ich glaube hier. Ah ja. Na, was ist? Die Sicherung ist kaputt. Ach, das ist eben alles alt hier. Mhm. So. Ich danke Ihnen schön. Keine Ursache. Ganz schön alter Pott hier, ne? Da haben Sie sicher was vorgenommen. Sieht schlimmer aus, als es ist. Wollen Sie den Kahn alleine flott kriegen? Ja, ich denke, ich muss wohl. Ja, bis auf das da. Hm. Da muss natürlich ein Fachmann ran. Ja, aber tapezieren, malen, das mache ich selber. Ja, die Frauen heutzutage. Ja. Wenn Sie nicht gleich einen Handwerker kriegen, das hier könnte ich Ihnen machen. Wirklich? Mhm. Oder nehme ich Sie gleich beim Wort? Gut. Nächsten Samstag? Ja. Nachmittag? Ja, abgemacht. Wer bist du? Ich bin Birgit, ich bin Mai. Ich heiße Frank. Guten Tag, Frau Hamm. Guten Tag, Frau Grün. Guten Tag. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin der Dirk. Und du? Ich bin der Lars. Weißt du nicht, wo der Konsum ist? Das weiß ich. Zeigst du mir ihn? Ja. Du, es kommt. Was spielst du am liebsten? Ich fahre gern Fahrrad. Lars, wo willst denn du hin? Konsum. Die neuen Nachbarn? Guten Tag. Meine ich doch. Ich heiße Holger. Holger Kunze. Ilona Hoffmann. Ich find's nett, dass wir jetzt junge Nachbarn haben. Soll ich dir graben helfen? Hab nichts dagegen. Gut. Da erst mal was rein. Soll ich dir den Kaninchenmist drüber holen? Dann kannst du es wachsen hören. Ja, prima. Kleiner Mann, die gefallen dir wohl. Was sind denn das für welche? Thüringer Schecken. Sie haben ja viel davon. Na, und es gibt bald wieder Nachwuchs. Die Häsin hat schon ein Nest gebaut. Na, da könnten Sie mir noch eins verkaufen.
Du brauchst wohl einen vierbeinigen Spielgefährten. Ich wollte gern den haben. Reicht das? Du bist ja nicht gerade arm. Gehört das alles dir? Hab ich gesprochen. Ja, weißt du, ich verkaufe gar keine Kaninchen. Das würde auch zu groß werden für dich, so zum Spielen. Dafür wären Zwergkaninchen geeignet. Zwergkaninchen? Ja, ein Hermelinchen oder Farbenzwerg. Aber wo gibt's denn die? Warte mal, Farbenzwerge, die hat der Gartenfreund Rödel. Na, wo wohnt denn der? Das erkläre ich dir. Wonach kramst du denn? Mein Dicker. Sitzen lassen. 1000 Mark konnte ich abzweigen. Als Starthilfe für die Renovierung. Danke. Du bist lieb. Komm, ich zeig dir was. Was sagst du dazu? Ob ich das mitgekauft habe? Was ist das für ein Vogel? Das ist ein Spatz. Und was ist das? Auch ein Spatz. Bei euch sind alles Spatzen. Wie? Der große Schwarze war eine Amsel. Und der Kleine eine Meise. Lernt ihr noch? Bist du vom Zirkus? Jetzt nicht mehr. War ich aber mal. Tag, Obertreuholz. Ach, Frau Kunze. Schönen guten Tag. Hab eine Menge Nistkästen gebaut. Wollten Sie nicht auch einen? Ja, kann ich ihn gleich mitnehmen? Na, dann werde ich einen holen. Na, jetzt weiß ich, schmeckt's? Ja. Ja. Was ist das, ein Nistkasten? Das ist ein Vogelhaus. So ist es. Und da die Vögelchen unsere Verbündeten bei der Bekämpfung des Ungeziefers sind, müssen wir für sie sorgen. Ich möchte auch so ein Haus haben. Na, dann lass dir von deiner Mutti 2 oder 3 Mark geben. Ich habe selber Geld. Das gehört doch nicht alles dir. Doch. Was, tatsächlich? Ich habe mir den Hausgeist geschenkt. Finde ich richtig prima von dir, dass du nimmst. Geht ganz schön übers Kreuz, weil man es nicht gewohnt ist, was? Mhm. Tag, Holger! Dein Vater zu Hause! Tag, Herr Winter! Nein, er ist mal kurz weggegangen. Es tut sich ja schon was. Naja, es muss ja mal werden. Das ist Herr Winter, unser Gartenfachberater. Klasse! Wenn Sie mal Fragen haben. Da habe ich gleich mal eine. Schieß los, Mädchen. Die Bodenbeschaffenheit, die Reaktion meine ich, ist die in der Anlage neutral? Kennen Sie den pH-Wert? Du schmeißt ja mit Fachausdrücken um dich, als müsste es nur so sein. Ich will auch mal Gärtnerin werden. Schöner Beruf. Lass eine Bodenkontrolle machen, Kollegin. Kann ich das nicht selber? Kannst du. Besorg dir Lackmuspapier, blaues und rotes. Dann nimmst du von verschiedenen Stellen Proben und mischst sie gut. Dirk! Dirk! Der ist mit unserem Lars unterwegs, Frau Timm. Der hat sich aus dem Garten sonst noch nie allein herausgetraut. Na, vielen Dank. Weiß ich wenigstens Bescheid. Und wissen Sie, woher das Geld stammt? Gefunden, in der Laube. Nein.
Der Hausgeist hat es für sie versteckt. Überall und eine Menge. Das würde den Einkauf des Mädchens im Konsum erklären. Die alte Feld, wer hätte das gedacht? Können Sie mir mal dies mitbringen, können Sie mir mal das mitbringen? Und wir haben es gemacht für ein Dankeschön. Ja, die tat ja immer so ärmlich. Wo sie die Scheine alle verlegt hatte und nicht wusste, wohin. Sie wissen doch, die litt doch an Gedächtnisschwund. Aber dass sie bei Tante Kalkreuth das Mittagessen bekam, das wusste sie ganz genau. Ja, ich muss sofort zur Kalkreuth, das wird die interessieren. Dann gehen wir zu Tims, nicht? Denn genau genommen gehört das Geld uns. Hat sie meinen Geldbeutel nicht zerstrapaziert. Aber Sie und die Kalkreuth sind natürlich übel dran. Ja, ich sagen. Sie sprechen aus dem Herzen. Was weiß denn der Kleine, was viel oder wenig ist? Hm? Vielleicht haben Sie ein paar Scheinchen gefunden, na und? Sollen Sie? Paar Scheinchen. Paar Scheinchen hat sich die Alte nicht beiseite gelegt. In all den Jahren. Ich sag Ihnen, das geht in die Tausende. Tausende? Oh, Frau Kunze, so schnell sind Tausende nicht zusammen. Und wenn doch? Ihr habt auf gar keinen Fall Anspruch auf das Geld. Das glaube ich auch. Wie soll man Geld für geschenkte Suppen einklagen? Aha. Da haben wir also für die neue Pächterin die Laube finanziert, ja? Na, das hätte ich wissen sollen. Jedes Kilo Zucker hätte ich mir von der Feld bezahlen lassen. Von Ihrem Zucker kommt die Laube nicht zusammen. Allenfalls das Plumpsklo. Jedenfalls sind wir ganz schön reingefallen mit unserer Gutmütigkeit. Muss ich mit weg oder nicht? Ich würde sie behalten. Mutti, Mutti, eine Vogelwohnung. Oh, wo ist denn die her? Opa von dem Zirkus. Oh. Was denn? Ich habe nur einen Schein gegeben und so viel Brot gekriegt. Oh. Na sag mal, was machst denn du? Läufst in der Gegend rum, kaufst Nistkästen. Wir warten doch auf dich. Da muss einer im Baum gehängt werden. Heute nicht drin. Jetzt! Birgit! Ja? Seid ihr fertig? Was ist denn das? Ein Farnsort. Ein was? Ein Schwankaninchen. Ohne mich zu fragen. Na, wo wir jetzt doch das viele Geld haben. Also los. Und hier stehen wir ja da. Wir haben ja auch die Frau Kalkreuth. Naja, und dann ist der Na, Weg ersten Tag gut überstanden. Oh ja, danke. Wiedersehen. Frau Hoffmann, was ich Sie noch fragen wollte. Sagen Sie mal die alten Sachen, die Sie da ausrangiert haben. Ja, ich weiß, kein schöner Anblick. Ich lasse sie nächste Woche wegbringen. Nein, so war das gar nicht gemeint. Vielleicht sind noch brauchbare Dinge dabei, nicht? Oh. So, ich wüsste einen hier, den ich damit eine Freude mache. Ach so, gern. Bedient Sie sich. Ich gebe Ihnen den Schlüssel am besten, ja? Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen, gute Heimfahrt. Muss der Oma aber sagen, wenn du aus dem Garten gehst. Ich war doch bloß mit meinem Spielfreund in Konsum. Naja, musst du deshalb trotzdem sagen. Omi macht sich doch sonst Sorgen. Ui, schwuppdiwuppdiwupp. Ja, diese Kunze, sowas von. Kleinklarierter geht's wirklich nicht. Naja. Beim Geld, da hört die Freundschaft eben auf. Das war immer so. Ne? Wer weiß, ob da überhaupt was dran ist. Irgendwas Wahres wird schon dran sein. Fang du nicht auch noch an. Jedenfalls ist die Hoffmann ganz schön in Misskredit geraten. Erst diese bevorzugte Gartenvergabe und nun das. Fertig. 800, 850, 870. 4870. Oh. Nicht schlecht. Mensch, Mutti, jetzt müssen wir doch nicht mehr an allen Ecken sparen. Und wenn das Geld nicht mit in den Kauf fällt? Aus dem Schneider bist du auf alle Fälle. Na, kein Mensch weiß, wie viel du gefunden hast. Also gibst du nur ein paar Hunderter zurück. Sagen wir 3.000 Börse für dich. Naja. Die Erben nehmen sowieso an, dass du den Löwenanteil für dich behalten hast. Die Kinder kennen aber den Betrag. Dann schenke ihnen reinen Wein ein. So kleinlaut, wie sie jetzt sind, nachdem sie dir den Pfund vermasselt haben.
werden sie schon dicht halten. Mutti, du musst noch mal in die Tasche schreiben. Eine 2, Jens. Prima. Warte mal. Was denn? Eine 4? Die Arbeit kenne ich ja gar nicht. Aber unterschrieben ist sie. Ilona, hast du das gemacht? Das hat Jens selber gemacht. Alle Petze. Ich wollte dich doch bloß nicht mit der 4 verarbeiten. So, bloß. Weißt du, was das ist? Das ist Betrug. Entschuldige bitte, Mutti. Ich will ehrliche Kinder und keine Betrüger. Jetzt ab ins Bett, ich will dich heute nicht mehr sehen. Ich könnte die Kinder bei der kleinsten Unehrlichkeit nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Es geht nicht. Ich wollte Pflanzen kaufen. Aber wenn uns das Geld nicht gehört, von Unterschlagenem nicht. Arm, aber ehrlich. Hey, Sie, das geht doch nicht. Das ist doch nicht hin. Kommen Sie mal runter. Ja, ja, ja. Können Sie nicht das nehmen? Ich hab gesagt, 50 Mark, wenn Sie kaufen. Kommen Sie bitte runter, Sie kaufen doch nicht. Doch, das jetzt hier. Ja? Na gut. Gut. Ja. Moment, okay. Moment. Was ist hier? Frau Kunze, ist das nicht ein bisschen viel, was Sie dafür verlangen? Wieso? Hier, guck mal hier. Was ist das? Wunderbar, alles verhökert. Das hat sich gelohnt. Meine Auslagen für die Feld sind wieder drin. Was? Du behältst das Geld? Was hast du denn gedacht? Ja, dass du es den Hoffmanns gibst. Du machst mir Spaß, wie? Wir wollten die Sachen zum Sperrmüll fahren. Wir wären doch gar nicht auf die Idee gekommen, sie zu verkaufen. Ach Quatsch, sie waren da nur durcheinander den ersten Tag. Ah. Und da meint ihr, ich muss für die Verkäufer machen, ja? Du bist doch vom Fach. Sei nicht so kess. Frau Hoffmann hat mir die Sachen geschenkt. Froh war sie, dass ich ihre Arbeit abgenommen habe. Schon gut. War ja von vornherein klar. Selbstlose Verkäufer pflegen sich nicht so ins Zeug zu legen. Tschüss. Ahoi. Ach so. Ja, ja. Ja. Haben Sie vielen Dank für die Auskunft. Wie gewonnen, so zerronnen. Sag mal, wolltest du wirklich alles abliefern? Ehrlich? Mir kannst du es ja ruhig sagen. Ne? Wirklich? Das finde ich enorm. Ach, hör auf. Ja? Ach, das fällt mir schon schwer genug. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Sag mal, wer kommt denn jetzt noch? Schwester Peter, Frau Hoffmann, kann ich Sie mal einen Augenblick sprechen? Herr Tim, bringen Sie eine Hiobsbotschaft? Hiobsbotschaft? Wie man es nimmt. Ist es wegen des gefundenen Geldes? Ja, es ist da. Na, nur keine Hemmung, Schwester Petra weiß davon. In der Anlage spricht man von dicken Beträgen. Ich habe mich sicherheitshalber beim Justiziar erkundigt und der meint, dass... Dass ich keinen Anspruch habe. Ja, ja. Sie wissen schon? Ich habe mich auch erkundigt. Ihre Tante muss das Geld nicht gerade geliebt haben, dass sie es in jede erdenkliche Ritze gesteckt hat. Oder sie hat es zu sehr geliebt. So, wenn Sie mir das bitte quittieren möchten. Bitte. Moment. Sind immer 1000. Darauf können Sie sich verlassen. Hätte ich nicht Anspruch auf Finderlohn?
Kinderlohn? Das ist kein Pfund, weil nicht verloren gegangen. Ein materieller Vorteil war das, auf den Sie keinen Anspruch hatten und zu dessen vollständiger Herausgabe Sie verpflichtet waren. Außerdem glaube ich, dass das... Was glauben Sie? Na, was schon? Lass gut sein. Komm. Du warst doch selber der Meinung, dass das nicht alles ist. Stimmt. 50 Mark haben meine Kinder für Kinkerlitzchen ausgegeben. Da, nehmen Sie. Raus! Wiedersehen. Lass sie doch denken, was sie wollen. Hauptsache, wir haben ein reines Gewissen. Was denn das? Lehr du mich die Menschen kennen. Die hat die gute Hälfte behalten. Das kann man nicht so sagen. So, ohne Beweise. Ach, die Eindogen. Das war eine Schweinerei. Der Hausgeist soll denn das wieder wegnehmen. Ja. Jetzt hör doch bloß mit deinem Hausgeist auf. Den gibt's doch nur im Märchen. Stimmt das, Mutti? Ich weiß nicht. Dann verkaufen wir eben mein Kaninchen. Da haben wir wieder 20 Mark. Nein, Jens. Unseren Mucki behalten wir. Guten Tag, ich... Ach, Frau Kunz. Ja, ich möchte Ihnen was bringen. Ich habe die Sachen nämlich verkauft. Die alten Klamotten? Sind doch heute wieder sehr gefragt, nicht? Mensch, na, Mutti. Ja, aber ich habe Ihnen doch gesagt, Sie können damit machen, was Sie wollen. Ach, ein Trostpflaster brauchen Sie schon nach dieser Enttäuschung. Bitte. Aber Sie haben doch damit so viel Mühe gehabt. Ach, nicht der Rede wert. Ich habe Sie auch ein bisschen überrumpelt, nicht? Ich habe nämlich ganz genau gewusst, dass man die Sachen verkaufen kann. Also dann, Wiedersehen. Du, die ist doch viel zum Arsch. Mit der fällt dir auf die Nase. Warte, ich hol dir unsere. Legt sich ein bisschen viel ins Zeug für das Mädel, nicht? Sie gefällt ihm eben. Mit 15 sucht man sich schon mal eine Freundin. Zum Glück sind die keine Dauermieter. Holbert, der Zaun ist doch schon schadhaft. Da macht sie auch nichts. Das Flugloch nach der Morgensonne. Weiß ich doch. Komm rüber, Doc. Gleich siehst du, wie ein Vogel einzieht. So schnell geht's nicht los. Nee, in unserem hat erst das zweite Jahr einer gebrütet. Guten Tag. Guten Tag. Ja? Guck mal. Soll ich helfen? Oh, nee, danke. Ich mach das schon. Mutti. Ja. Wo ist Mutti? Drin. Oh, Mutti. Darf ich auch mal? Nö. Mutti. Aha. Du schlägst die Laube ein. Aha. Schön, dass du kommst. Ich dachte, ich muss dich trösten. Tja, weißt du, die Menschen sind komisch. Bekommen einen Haufen Geld und können sich vor lauter Misstrauen nicht mal freuen darüber. Also hatte ich recht.